habe noch nie eine Stadtrundfahrt durch Leipzig gemacht, aber heute habe ich es nachgeholt. Wir haben ja gerade Besuch von unserer Family aus Spanien und die wollte gern mehr von Leipzig sehen, weil die bisher noch nie hier waren. Und deswegen haben wir uns heute auf nach Leipzig gemacht, um mal so eine klassische Stadtrundfahrt mit dem Bus zu machen. Wir hatten ziemliches Glück, denn wir sind gerade so angekommen am Bus und eingestiegen, als es angefangen hat zu schütten. Das hat aber tatsächlich die Stadtrundfahrt jetzt nicht geschmälert, denn es hat relativ bald wieder aufgehört. Es war ganz cool, das alles mal zu sehen, auch wenn ich, der seit Jahren in Leipzig lebt, jetzt nichts Neues mehr mitbekommen hat. Ein bisschen schade fand ich, dass manche Sachen komplett ausgelassen wurden, obwohl ich die hätte schon sehenswert gefunden. Aber für so eine Tour werden wahrscheinlich einfach nur die Highlights der Highlights genommen. Preislich fand ich das so mittel okay, denn das waren 18 Euro pro Person für die Erwachsenen, allerdings waren die Kinder kostenlos. Und das Ganze ging 1,5 Stunden, du hast schon ein bisschen was von Leipzig gesehen. Wenn ihr noch mehr von Leipzig sehen wollt, macht gerne das Pluswerk, denn ich zeige euch ein bisschen was. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr in eurer Lieblingsstadt oder Heimatstadt schon mal so eine Touri-Tour gemacht habt.